Hallo Kaffeefreunde, in diesem Video möchte ich die Ja-Kaffeekapseln für Nespresso-Maschinen. Das ist ja eine weitere Nespresso-Alternative, die es seit einiger Zeit bei Rewe zu kaufen gibt. Der Preis liegt für eine Packung liegt meist zwischen 1,79 und 1,99, also 18 bzw. 20 Cent pro Kapsel. Es sind immer 10 Kaffeekapseln in der Packung enthalten, a 5 Gramm, das heißt 50 Gramm Kaffee insgesamt. So sieht die Verpackung aus, ist recht groß und klobig, einfach gestaltet wie bei allen Ja-Produkten. Ja ist ja die Billigmarke von Rewe, sage ich mal. Sind auch relativ wenig Informationen drauf zu finden. Hier steht auch nur gemahlener Röstkaffee in Portionskapseln und hier nochmal geeignet für alle Maschinen der Marke Nespresso, steht hier nur so ganz kurz und knapp drauf. Ich habe die Packung schon einmal geöffnet. Sehen wir schon hier, die Kapseln sind nochmal in so einer Umverpackung eingepackt. Das produziert natürlich nochmal zusätzlichen Abfall. Auf dieser Umverpackung noch einmal die Sorte. Das ist jetzt die Sorte Espresso Cremoso. Und ein Haltbarkeitsdatum hier, 8/2016. Die muss man dann aufreißen, hat hier oben so eine kleine Einreißhilfe. Haben wir hier die Ja-Kaffeekapsel. Die besteht im Grunde aus transparentem Kunststoff. Also man kann hier den Kaffee in der Kapsel sehen. Unten hat die Kapsel hier einen Aluminiumverschluss. Relativ fest der Kunststoff. Und ich möchte jetzt einfach mal einen Espresso zubereiten und schauen, wie die Kapsel in der Nespresso Initia, die hier steht, funktioniert. Verlege ich die Kapsel einmal ein, verschließe den Verschlusshebel und bereite jetzt einen Espresso mit 40 Millilitern zu. Hört so ein kleines Plopp-Geräusch. Scheinen in der Nespresso Initia zu funktionieren, die Kapseln. Der Kaffeeauslauf ist etwas langsamer als beim Original. Die Nespresso Initia ist eine relativ neue Kaffeekapselmaschine von Nespresso, aber auch in dieser funktionieren diese Ja-Kaffeekapseln einwandfrei, wie es scheint. Die Maschine stoppt ja automatisch, wenn 40 Milliliter ausgegeben sind. Jetzt zum Ende sieht man, es tröpfelt doch etwas. Also ganz so gut ist die Kompatibilität nicht, aber doch, die Tasse ist relativ gut gefüllt. Das dürften auch annähernd 40 Milliliter sein. Schauen wir noch, ob die Kapsel ausgeworfen wird. Auch das funktioniert. Hier haben wir einmal den fertigen Espresso. Sieht im Grunde ganz lecker aus, hat auch eine ganz schöne Creme. Zum Geschmack kann ich schon sagen, mir persönlich schmecken die Ja-Kaffeekapseln nicht so gut. Irgendwie leicht bitter und vom Geschmack, weiß ich nicht, langweilig und zu stark oder zu schnell geröstet. Also meiner Meinung nach zu viele Bitterstoffe. Aber das muss jeder selber entscheiden, ob er den Geschmack der Kaffeekapsel mag. Das ist ja immer eine subjektive Empfindung. Hier haben wir jetzt einmal die verbrauchte Kaffeekapsel. Ist natürlich jetzt deutlich dunkler als vor der Zubereitung, ist ja auch klar. Da der Kunststoff hier transparent ist und jetzt hier das Wasser, das Kaffeemehl vom Wasser getränkt ist. Unten wurde die Kapsel auch sauber perforiert. Ich möchte jetzt noch einmal abschließend diese Ja-Kapsel mit der originalen Espresso-Kapsel vergleichen. Ich hole da einfach mal eine raus. Die habe ich jetzt so schon da drin gehabt. Die sind normalerweise alle in so einer kleinen Verpackungsfolie eingepackt hier. Nicht, dass ihr euch wundert. Hier ist einmal die Ja-Kapsel und hier die originale Nespresso-Kapsel. Haben wir hier einmal den Vergleich. Die Nespresso-Kapseln bestehen ja komplett aus Aluminium. Hier dann Kunststoff und nur der Aluminiumboden. Der Boden ist natürlich annähernd gleich groß. Auch von der Form unterscheiden sich die Kapseln nur minimal, vom Design natürlich schon. Im Großen und Ganzen war es das zu den Ja-Kaffeekapseln. Die Ja-Kaffeekapseln sind sehr preiswert. Muss jeder selber entscheiden, ob er lieber auf Qualität oder auf den Preis achtet. Meiner Meinung nach sind sie geschmacklich nicht der Renner. Für den kleinen Espresso oder Lungo zwischendurch kann man die Kapseln mal verwenden. Aber eine dauerhafte Alternative sind die Ja-Kaffeekapseln meiner Meinung nach nicht. Ihr könnt sie euch ja einfach mal anschauen. Ich denke, für 1,79 pro Packung kann man die einfach mal ausprobieren. Und wenn es nichts ist, dann schmeißt man den Rest einfach in den Müll. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann besucht doch meine Seite kapselcafé.net oder abonniert hier unten einfach meinen YouTube-Kanal und ihr werdet immer bei neuen Videos von mir informiert.